rufe dann als nächsten Zeugen Herrn Alexander Bauersfeld auf. Herr Bauersfeld, ich bitte auch Sie, sich zunächst kurz vorzustellen, vielleicht so 5 Minuten, bevor die Jury dann mit Ihrer Befragung beginnt. Das können natürlich bei der Vorstellung nur kleine Miniaturen sein, weil man 72 Lebensjahre nicht in 5 Minuten packen kann. Und ich muss Ihnen sagen, dass ich in Vorbereitung dieses Seminars mir sehr viele Gedanken gemacht habe, was eigentlich wesentlich sein kann. Und da fiel mir ein Erlebnis ein, als ich 13 Jahre alt war. Ich hatte einen Unfall und lag im Krankenhaus über mehrere Wochen und hörte nachts im Nebenzimmer immer eine Frau weinen und habe die Krankenschwester gefragt, wer weint denn da? Und da erzählte sie mir, da drüben liegt ein Soldat der Volksarmee, der ist auf eine Mine getreten und die Mine hat ihm beide Füße abgerissen. Und dieses Erlebnis hat mich ungeheuer schockiert, denn ich hatte am 13. August im Radio, im RIAS gehört, wir sind alle eingesperrt worden. Dieser Augenblick mit 13 Jahren, als die Mauer gebaut wurde, das heißt der Beginn des Mauerbaus und der Grenzschließung, das war ein Schock fürs Leben. Und das hat mir damals eigentlich schon deutlich gemacht, das ist ein Unrechtsstaat. Deshalb reagiere ich immer sehr sensibel, wenn Politiker vor allem von der SED-Linken, aber leider auch von anderen Parteien diesen Begriff Unrechtsstaat bezweifeln. Denn es war Unrecht, einen jungen Mann auf Minen treten zu lassen. Diese Minen waren von der sowjetischen Armee verlegt worden und die Minenpläne wurden vernichtet. Die Soldaten wussten nicht, wo die Minen liegen. Das war ein Unrechtsstaat. Ein paar Jahre später war ich als Grundwehrdienst am 21. August 1968 bei der Nationalen Volksarmee. Man musste dorthin oder man ging ins Gefängnis und habe erlebt über ein kleines Radio die Berichte über Prag, die Besetzung der Tschechoslowakei durch die Armeen der Warschauer Paktstaaten bis mit wenigen Ausnahmen. Und da war mir wieder klar, das ist ein Unrechtsstaat. Und unsere Offiziere erzählten uns, wir sollten also den Angriff der US-Streitkräfte und der Bundeswehr abwehren, was ich natürlich nicht geglaubt habe. Denn meine Sympathien lagen auf Seiten der USA, meine Sympathien lagen natürlich auf Seiten der Bundeswehr. Denn ich wusste den Unterschied zwischen Freiheit und Diktatur. Dieser 21. August 1968 hat mich so beeindruckt, weil ich Angst hatte, es könnte das Ende meines Lebens sein. Ich war knapp 20, Volksarmee, der Krieg drohte. Und das war der Anlass, warum ich zur Kirche ging und habe dort in der jungen Gemeinde das gefunden, was es in der DDR sonst kaum gab. Offenheit und Ehrlichkeit. Dort wurde offen diskutiert und Fragen wurden beantwortet. Und das war für mich auch der Weg zur Konfrontation. Ich bin kein Opfer. Ich habe mich ganz bewusst gegen diese DDR entschieden und ich stehe auch dazu, weil ich sehr früh gemerkt habe, das ist eine sozialistische Diktatur, die Menschen zwingen will, diese Religion in Anführungsstrichen anzunehmen. Ich wurde verhaftet, weil ich mich eingesetzt hatte, unter anderem für Schwerter zu Flugscharen und den sozialen Friedensdienst. Ich war bei der Inhaftierung 35 Jahre alt. Kurz nach mir wurde meine Ehefrau auch verhaftet. Wir wurden während der Haft zwangsgeschieden.
Und ich habe dieses Gefängnis Cottbus als besonders schlimmen Ort empfunden. Aber es war für mich folgerichtig, denn über diesem Gefängnis stand Neues Deutschland. Wenn man durch diese Gefängnisanlage ging, dann fand man auf einer Seite die Bezirksdruckerei des Neuen Deutschland und der Lausitzer Rundschau. Und dann stand Neues Deutschland drüber. Ja, dieses Gefängnis war das Neue Deutschland. Und das hat mich sehr, sehr tief bewegt. Und ich hatte bis dahin eigentlich immer die Nazi-Diktatur als die schlimmere Diktatur empfunden. Muss aber sagen, als ich dann in meinen Stasi-Akten den Satz über mich fand, im Spannungsfall zur Liquidation freigegeben, da war mir deutlich, dass beide Diktaturen menschenverachtend sind. Und das darf man auch nie vergessen. Und als ich ins Gefängnis kam, kannte ich natürlich schon den Begriff Cottbus, weil ich Sigmar Faust kannte. Und Sigmar Faust war ja hier in der Kellerzelle eingesperrt. Und er hat ja später gemeinsam mit Herrn Dieter Dombrowski dieses Gefängnis zu einer Gedenkstätte gemacht. Und es erschüttert mich bis zum heutigen Tag, dass diese Ideologie des Sozialismus, Kommunismus vom Müllhaufen der Geschichte zurückgekommen ist und dass über 1,4 Milliarden Menschen bis heute unter dieser Diktatur leiden müssen. Und während wir hier zusammensitzen, in diesem Augenblick, werden Menschen unterdrückt, werden Menschen umgebracht durch sozialistische, kommunistische Diktaturen. Und deshalb meine ich, wir müssen immer wieder aufklären über diese Verbrechen. Danke. Ja, Herr Bauersfeld, ich danke Ihnen für Ihre Vorstellung. Und die Jury möchte Sie nun zu Ihrer Arbeit für den VIB Spreeler-Spremberg hier in diesem Objekt befragen. Und ich sehe, Frau Ortmann hat sich gemeldet. Sie sind ja verurteilt worden, also rechtskräftig verurteilt worden, waren im Sinne der DDR ein Verbrecher. Gab es in Ihrem Urteil auch einen Passus, dass Sie zu einer ganz bestimmten Art der Arbeit im Gefängnis verpflichtet werden, qua Urteil? Nein, es gab da keinen Hinweis. Ich bin verurteilt worden nach § 99, landesverräterische Nachrichtenübermittlung. Da war kein Hinweis auf Arbeit. Ich bin auch im Erziehungsbereich hier gleich darauf hingewiesen worden, dass ich zwei Möglichkeiten habe, entweder zu arbeiten oder in den Arrest zu gehen. Und ich war psychisch sehr angeschlagen durch die Scheidung von meiner Frau. Und ich war sehr froh, dass ich arbeiten konnte. Das heißt, um nochmal nachzufragen, Sie hatten keine Wahl, einen Arbeitsplatz anzunehmen oder einen Arbeitsplatz abzulehnen, sondern Sie standen vor der Wahl entweder Arrest oder die Arbeit, die man Ihnen zwangsweise ja, zugewiesen hat. Das war völlig klar. Ich möchte fragen, wie viele Stunden müssten Sie pro Tag oder pro Woche arbeiten? Ob Sie vielleicht gezwungen, längere arbeiten würden, wie und warum, das ist auch die Frage. Und ob wurden Sie für die Überstunden bezahlt? Es war ein Dreischichtsystem, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Und nach meiner Erinnerung waren es immer 8 Stunden. Und die Arbeitsbedingungen waren sehr schlecht, die Bezahlung war auch sehr schlecht. Allerdings muss ich sagen, ich hatte einen Trick gefunden, wie ich die Normen erfüllen und übererfüllen konnte, indem ich Teile zweimal durchlaufen ließ, also fertige Teile nochmal abrechnen ließ. Und dadurch habe ich etwas mehr gehabt. Aber ich bin Nichtraucher, dementsprechend brauchte ich also für Zigaretten kein Geld und habe das Geld, was ich hatte, vorwiegend für Sumavit, das sind Vitamintabletten, ausgegeben. Oder mal, wenn man Glück hat, einen Apfel oder irgendwas. Ne?
Ich wollte fragen, Sie sind ja schon sehr früh, gleich 1990, vom Gericht rehabilitiert worden und haben ja offensichtlich sofort ein Verwaltungsverfahren angestrengt. Und da steht einfach nur ohne Ergebnis. Was haben Sie da angestrengt? Also was haben Sie als Folgen geltend gemacht? Und wie gesagt, steht ohne Ergebnis. Ist das dann gleich schon 92, 93 gewesen? Es ging da um einen Vermögensausgleich für Vermögensschäden, die ich erlitten hatte, weil ich wurde ja verhaftet und freigekauft. Und dementsprechend hatte ich das Vermögen nicht mitnehmen können. Und das ist im Land Brandenburg von den zuständigen Behörden nicht bearbeitet worden, beziehungsweise es ist dann irgendwann im Sande verlaufen, dass ich also keinen Vermögensausgleich bekommen habe. Mhm. Also es ging da zum Beispiel beim Auto, als ich verhaftet wurde, hatte ich einen Volkswagen und der war dann weg und sowas alles. Das waren da die Dinge. Mhm. Ja, Herr Heidt. Aber vielleicht redet er zu, aber Sie haben das nicht gerichtlich aufarbeiten lassen. Ich bin ja auch durch das Bezirksgericht Cottbus dann später rehabilitiert worden. Und das ist alles aufgearbeitet worden, nur die vermögensrechtliche Seite nicht. Und da gibt es auch kein Gerichtsurteil? Nein, ich habe also eigentlich das erlebt, was viele andere auch erlebt haben. Gerade Anfang 90, da firmierte ja Sprehler-Spremberg noch mit, als VEB, gibt es ja auch einen Briefkopf zu, mit Morden aus der DDR-Zeit. Die haben sich natürlich auch absolut geweigert, über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Und das Land Brandenburg wurde ja immer als Volksrepublik Brandenburg bezeichnet. Und da gab es viele Behörden, die also dieses Thema auch nicht so sehr gerne angefasst haben, ne? Es gab ja auch viele Jahre keine Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen in diesem Land. Ja, wenn Herr Heidt nicht nachfragt, dann frage ich selber nach. Sie sind aber nicht zum Verwaltungsgericht gegangen, um die brandenburgischen Behörden mal zum Tätigwerden zu animieren. Diese Ochsentour habe ich dann vermieden. Ja, gut. Ich gucke in die... Ja, Herr Smith, bitte. During your... During your time in the prison, während Ihrer Zeit im Gefängnis, haben Sie herabwürdigende, willkürliche Behandlungen erlebt gegenüber Ihnen selbst oder an andere Strafgefangene seitens der Vollzugsbeamten? Und können Sie ein Beispiel dafür geben? Ja, es gibt für mich immer ein ganz beeindruckendes Beispiel. Ein Mitgefangener, der kurz vor der Entlassung in die DDR stand, der wurde durch den Zivilmeister ziemlich massiv unter Druck gesetzt. Und dann nahm der Kreide, schrieb Salz an die Wand und daneben ein Gitter. Und das war das Synonym für die zentrale Erfassungsstelle Salzgitter. Und daraufhin kam der Zivilmeister zu mir und sagte, ich habe Sie doch immer ordentlich behandelt, können Sie sich über mich beschweren? Ich sage, wieso fragen Sie mich? Ja, wenn ich Rentner bin, möchte ich auch nach dem Westen fahren. Und das war für den wichtig, dass im Westen quasi gegen ihn nichts vorlag. Übergriffe gab es immer wieder, aber was ich eigentlich am schlimmsten fand, waren die sehr schlechte Ernährung und der giftige Staub, den wir einatmen mussten. Das ist ja schon angesprochen worden. Spreeler gehört zu den Betrieben, die die schlechtesten Arbeitsbedingungen hatten, die ich mir eigentlich vorstellen konnte. Und das stand überhaupt nicht in Übereinstimmung mit dem Arbeitsgesetzbuch der DDR. Die haben gegen eigene Gesetze verstoßen. Ich sehe im Moment keine weiteren Wortmeldungen. Wir haben dann die Zeit auch ausgeschöpft, die 10 Minuten. Und sind auf einmal auch wieder ganz gut in der Zeit. Es ist 12 Uhr und mir ist signalisiert worden, dass wir auch auf die Pause verzichten können, die eigentlich bis 12 Uhr hätte sein sollen. Und wir wollten uns nun eigentlich dem Bereich Bergbau zuwenden. Warum machen wir jetzt Pause? Okay, dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause. Und sehen uns hier um 12:10 Uhr wieder.
in ihre Kabine, haben nichts zu tun und dann wollen sie nach Hause. Jetzt vor Ort. Jetzt war eigentlich vorgesehen, dass wir uns ganz ursprünglich dem Bereich Bergbau zuwenden, der für die Häftlingsarbeit in der DDR auch ein wichtiger Sektor war. Leider sind uns die beiden für diesen Bereich vorgesehenen Zeugen von der Fahne gegangen. Der Zeuge Isikli, wie ich eben gehört habe, aufgrund haftfolgebedingter Gesundheitsschäden, was natürlich besonders tragisch ist, dass er aufgrund seiner gesundheitlichen Haftschädigung hier heute nicht auftreten und vor uns darüber berichten kann. Wir haben stattdessen einen Zeugen, den Zeugen Wegener für den Bereich Hoch- und Tiefbau, der auch wichtig war, aber der jetzt quasi in diese Lücke tritt. Aber wegen der Wichtigkeit des Bergbaus und weil Herr Sachse auch den Zeugen Isikli persönlich kennt, werden wir trotzdem wie vorgesehen eine Einführung in die Besonderheiten der Zwangsarbeit im Industriebereich Bergbau hören, zu der ich jetzt Herrn Dr. Sachse das Wort erteile. Meine Damen und Herren, vielleicht darf ich einen kleinen Tick weiter ausholen, weil der Industriebereich Bergbau zumindest in den 40er, 50er und zu Beginn der 60er Jahre für die DDR sehr wesentlich war. Und ich denke, dass auch wir einen gemeinsamen Bereich mit der Tschechischen Republik haben, weil wir ja auch über den Uranbau, Bergbau berichten müssen. Das Gebiet der DDR war bis auf Braunkohlevorkommen, das hängt mit der Aufteilung Deutschlands zusammen, in der Folge des Zweiten Weltkrieges arm an Bodenschätzen. Importe waren kaum bezahlbar, weswegen der unergiebige Abbau von Kupfer im Hettstädter und von Steinkohle im Zwickauer Raum trotz erheblicher Kosten forciert wurde. Um die Kosten zu dämpfen, wurden entgegen internationaler Konventionen Strafgefangene unter Tage im Bergbau eingesetzt. Da gibt es eine spezielle internationale Vereinbarung, Strafgefangene nicht im Bergbau einzusetzen. Die wurde also weitestgehend ignoriert, wie übrigens auch in der Sowjetunion. Der gesamte Gulag war ja durchsetzt von Steinkohlebergbau und Eisenbergbau, wo diese Konvention, Strafgefangene nicht im Bergbau einzusetzen, einfach ignoriert wurde. 1953 kritisierte ein Untersuchungsausschuss des UN-Wirtschafts- und Sozialrates die Verwendung von Strafgefangenen in den Uranminen im Süden der sowjetischen Besatzungszone und DDR. Und da kann man gleich dazu sagen, dass die Tschechische Republik da ihre Strafgefangenen zum großen Teil ebenso in dieses Gebiet geschickt hat. In allen Bereichen, die mir bekannt wurden, wurden Strafgefangene ohne Ausbildung unter Tage eingesetzt. Und wer weiß, wie kompliziert die Arbeit unter Tage ist, weiß, dass eine fehlende Ausbildung in vielen Fällen tödlich ist. Die hohen Zahlen an tödlichen Unfällen wurden selbst von der sowjetischen Besatzungsmacht gerügt, weil sie wiederum von den westlichen Alliierten kritisiert worden ist. Das Mansfelder Kombinat Wilhelm Pieck forderte 1966 bis zu 1000 Strafgefangene an, die im Bernhard-Köhnen-Schacht Strebarbeiten unter Tag verrichten sollten. Nach DDR-internen Statistiken waren die Unfallzahlen bei Strafgefangenen unter Tage 5-mal so hoch wie bei zivilen Bergleuten. Um diese Zahlen zu senken, wurden tödlich verunglückte oder im Sterben befindliche Strafgefangene in Krankenhäuser ausgelagert sozusagen und dort als Unfälle ohne genaue Angabe als Tote geführt, sodass die Zahl in Wirklichkeit vermutlich wesentlich höher gewesen sein wird.
Die Quote von meldepflichtigen Arbeitsunfällen lag 1962 bei 23%. Das heißt, jeder vierte Strafgefangene unter Tage erlitt einen meldepflichtigen Unfall. Wobei man noch dazu sagen muss, dass nicht alle Unfälle auch gemeldet worden sind. Bei zivilen Bergarbeitern lag die Quote immerhin aber auch bei hohen 7%. Das zeigt, unter welchen Bedingungen damals produziert worden ist. Weitere Strafgefangene wurden im Hüttenwesen eingesetzt. Und dort ist es so gewesen, dass die Anlagen komplett verschlissen gewesen ist. Da habe ich vorhin schon mal darauf hingewiesen. Das bedeutet, dass Schwermetallstäube und Ähnliches einzurechnen sind. Im Jahr 1953 forderte der Minister für Hüttenwesen 3.850 Langstrafler an, die in einer Bleihütte bei Hettstedt arbeiten sollten. Langstrafler kann man deswegen vermuten, weil die aus diesem Gefängnis nicht wieder entlassen wurden, es sei denn, sie haben eine äußerst schwere Krankheit oder den Tod erlitten. Die Vergiftung von Strafgefangenen infolge erhöhter Exposition wurde billigend in Kauf genommen. Das kann man den DDR-internen Dokumenten bereits entnehmen. Schwermetallstäube und erhöhte Radioaktivität waren bei den Strafgefangenen bei der Verarbeitung von Schlacke, da komme ich noch drauf, das ist Herr Isikli, der Kupferschmelze zu Pflasterstein in Hettstedt bei Volkstedt ausgesetzt. Im Jahr 1962 waren nach DDR-internen Statistiken 1250 Strafgefangene, das sind so etwa 7%, unter Tage im Bergbau eingesetzt. 2340 Strafgefangene, 13%, waren in den Braunkohlentagebauen mit Gleisarbeiten beschäftigt. Gleisarbeiten wurden vorwiegend junge Leute eingesetzt. Das waren schwere körperliche Arbeiten und wer denen bei jeglichem Wetter und wer denen nicht gewachsen war, hat also schwere körperliche Schäden davongetragen. Für 1985 waren 2380 Strafgefangene DDR-weit zum Einsatz in der Braunkohle vorgesehen. Ergänzend noch, da wir dieses Thema für uns ein Nebenthema ist, Ende der 60er Jahre wurden Jugendliche aus Jugendwerkhöfen in Brikettfabriken zur Produktionsarbeit eingesetzt. Die Arbeit der Strafgefangenen, um nochmal zu den Tagebauen zurückzukommen, bestand darin, bei jeder Wetterlage mit einfachsten Werkzeugen, Schaufeln, Hebezangen ausgerüstet, dem Abbau folgend Gleisanlagen per Hand zu verlegen, entweder bei 10 oder 20 Grad minus, bei Sommerhitze, bei Regen und waren diese Strafgefangenen permanent eingesetzt. Strafgefangene berichten von Schwerstarbeit bei sengender Hitze, Morast, Schneesturm. Die Strafgefangenen stellten mehr als 80% der Arbeiter in diesem Bereich. Da wollte kein anderer arbeiten, also hat man die Strafgefangenen genommen. In bestimmten Krisensituationen dann auch die Armee. Unfälle wie Knochenbrüche, Prellungen, Rückgratverletzungen ereigneten sich vor allen Dingen beim manuellen Transport von Gleisen und Schwellen. Die Nachfolgeeinrichtungen der DDR, Braunkohlenbetriebe, also die heutigen Vattenfall, LMBV, MIBRAG, haben 2015 Interesse an Gesprächen mit der UUKG signalisiert. Wir werden diesen Gesprächen irgendwann auch wieder nachkommen. In einem zweiten Schritt möchte ich erzählen, was Herr Isikli uns mitgeteilt hat und was er mir auch schon öfter mal erzählt hat. Er ist mir sehr gut bekannt als Zeitzeuge. Er hat gearbeitet im VEB Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck in der Karl-Liebknecht-Hütte Eisleben. Dort wurde Ofenschlacke von der Kupferschmelze in Straßenpflastersteine verwandelt. Das war eine körperlich harte Arbeit, weil sie mit Hand gemacht werden musste. Das waren die sogenannten Facher. Da war auf der Erde nichts weiter als ein Gitter ausgelegt und in dieses Gitter wurde die glühende Schlacke eingegossen. Damit man darüber laufen konnte, hatten die Strafgefangenen Holzpantoffeln an und er hat mehrfach davon erzählt, dass diese Holzpantoffeln Flammen aufgehen konnten, wenn man darüber gegangen ist.
Die Arbeit war so schwer, dass Herr Isikli und auch viele andere permanent über Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle und Ähnliches geklagt haben. Diese sind im Regelfall nicht behandelt worden, erst wenn sie so weit fortgeschritten waren, dass man also da tatsächlich gar nicht mehr arbeiten konnte, sind dann Ersatzarbeiten gefunden worden. Die erkalteten Schlackeblasen produzierten Scherben, was zu einer Verletzungsgefahr führte, zu Geschwüren an Beinen, Schweißdrüsen, Abszesse und Ähnliches. Diese wurden also mit simpelsten Mitteln auch nur behandelt. Ein besonderes Problem, was auch noch nicht gelöst ist, ist die Radioaktivität. Es ist folgendermaßen, dass auch das Kupfergestein eine leicht erhöhte Radioaktivität hat. Die ist im Normalfall unschädlich, aber wenn man permanent mit diesen Stoffen in Berührung kommt, also sagen wir mal 2 Jahre lang die Dämpfe einatmen muss, die Staubentwicklung einatmen muss, dann ist es durchaus möglich, das hat auch der Spiegel schon bestätigt vor einigen Jahren, ist es durchaus möglich, dass diese Stäube krebserregend sind. Bei Herrn Isikli, das dürfen wir ausdrücklich sagen, ist es so, dass er einen Schilddrüsenkrebs davon getragen hat, der bereits zu DDR-Zeiten operiert worden ist. Dort wurde ihm aber nicht gesagt, dass es ein Krebs ist, weil man offensichtlich wusste, worum es da geht. Und dies ist also sozusagen erst nach 1990 belegt worden, sodass er also dann da auch Schwierigkeiten hat. Das sind die Arbeiten, die mit einer unglaublichen, wie soll man sagen, mit einem unglaublichen Zynismus durchgeführt worden sind. Im Unwissen, glaube ich jedenfalls, um die Schädlichkeit dieser Steine sind die im Westen auch aufgekauft worden. Inzwischen sind die alle wieder rausgerissen. Es gibt noch einige Plätze, wo diese Steine liegen und an denen solche Leute wie Herrn Isikli erinnern. Ich möchte zu Herrn Isikli, wenn es die Jury erlaubt, keine Fragen beantworten, weil ich bin halt sozusagen der zweite Bote erst und nicht der Originalzeuge. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Sachse, für Ihre Ausführungen auch zu dem Zeugen Isikli. Ich denke, das ist selbstverständlich, dass wir einen Abwesenden nicht über einen Mediator befragen können, sodass eine Befragung des Zeugen Isikli ausfällt. Ich freue mich außerordentlich, dass wir einen kurzfristig eingesprungenen Zeugen haben für den Industriezweig Hoch- und Tiefbau und rufe hierzu Herrn Wolfgang Wegener auf. Herr Wegener, ich bitte Sie, sich ebenfalls kurz vorzustellen, vielleicht etwa 5 Minuten, und die Jury wird Sie dann im Anschluss daran zu Ihrer Tätigkeit auf der Volkswirtschaft Stralsund befragen. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Wolfgang Wegener. Ich bin am 26.09.1948 in Springen geboren worden. Meine Mutter stammt aus Pommern, heutiges Slups. Mein Stiefvater aus Böhmen, Böhmen-Schleipen in der heutigen Tschechoslowakei oder Slowakei, nee, Tschechei. Meine Mutter hatte meinen richtigen Vater, es war ein Weißukrainer, der bei der Roten Armee als Dolmetscher diente, in einem Dorf am Schweriner See kennengelernt. Und das aus einem One-Night-Stand bin ich dann sozusagen entstanden. Ich habe nie meinen richtigen Vater kennengelernt, aber nach ein Jahr lernte meine Mutter diesen aus dem Sudetenland auch ausgesiedelten Stiefvater kennen. Ein Jahr später bekam dann meine Mutter meine Schwester. Und das Sozialfürsorgeamt hat sich dann an meine Mutter und meinen Stiefvater gewandt, ob sie mich nicht aus dem Heim. Meine Mutter hatte mich in ein Heim abgeliefert, nachdem ich schwer krank war und hatte die Absicht, mich nie wieder aus diesem Heim rauszuholen. Aber mein Stiefvater setzte sich dafür ein, dass wir jetzt ein Junge und ein Mädchen mit nach Hause nehmen sollten.
und er hat sich rührend um mich gekümmert, obwohl er selbst schwer invalide war. Dann 1953 habe ich als kleiner Junge den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 miterlebt. Ein paar Tage später, als in Berlin der Aufstand losging, bin ich mit meinem Stiefvater durch Berlin spazieren gegangen und er wollte mir mein Geburtshaus zeigen. Das war das damalige oder heutige Arsenal, ein riesengroßes Polizei- und Militärgebäude. In der Zeit nach dem Kriege, die ersten zwei, drei Jahre, hielten sich dort 4000 Flüchtlinge auf, die aus Pommern, Schlesien und überall herkamen. Ich fragte meinen Stiefvater, was das denn für Autos sind und was für komische Menschen da rumlaufen. Und er sagte, ja, das sind sowjetische Soldaten. Ich konnte mit 5 Jahren nicht begreifen, was das für sich hatte. Und dann erst später, als ich 10 Jahre alt war, hat mein Großvater, und mein Großvater ist derjenige, der mir mein späteres Leben sozusagen eine Richtung vorgegeben hat. Er war in Stalingrad im Kessel mit dem Paulus, mit der 6. Armee eingekesselt. Auf der deutschen Seite, auf der russischen Seite waren Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht, die zum Komitee Freies Deutschland gehörten, mit einem Aufruf an die deutschen Soldaten gegangen, sich freiwillig zu ergeben, um Blutvergießen zu vermeiden. Mein Opa ist diesem Aufruf des Komitees damals gefolgt und ist somit 1946 schon früh entlassen worden aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Dieser Opa hat mich mit 10 Jahren aufgeklärt über den Volksaufstand. Da habe ich schon ein bisschen mehr begriffen, was damit alles zusammenhing. Die Schule habe ich besucht 1956 bis 65 und habe mit der 8. Klasse abgeschlossen. Und dann bin ich 1965 als Lehrling, habe ich mich als Lehrling ausbilden lassen zum Klempnerinstallateur und diese Lehre wurde mit Auszeichnung bestanden. Dann wurde ich dem Kombinat Industriebaukombinat Schwerin als Betriebshandwerker sozusagen mit noch 6 Kollegen eingegliedert. Darauf erfolgte, als ich ungefähr 18 Jahre alt war, eine Musterung zum Wehrdienst. Als junger damaliger Lehrling hat man sich gar keine Gedanken gemacht und Fahrerlaubnis umsonst und viele andere Vergünstigungen hat die Armee uns angeboten und wir haben dann so am Ende der Lehre uns freiwillig dazu bekannt, 3 Jahre zur Armee zu kommen. Herr Wegener, darf ich Sie bitten, vielleicht sich Ihrer Haft zuzuwenden, damit wir dann auch mit der Befragung anfangen können? Ja, bitte. Ja, 1973, am 7. November, bis 1975, am 30.06. habe ich in Stralsund auf der Volkswerft mein eigenes Gefängnis gebaut. Ich war mit 11 Wehrdienstverweigerern aus der ganzen DDR dorthin beordert worden, um dieses Gefängnis zu errichten. Das Gefängnis wurde durch das Industriebaukombinat Stralsund geleitet und obwohl die Innenausbauten ja noch gar nicht vonstatten gingen, hat man uns in einen Tiefbau eingesetzt, also Gräben ausheben. Und ich war dann für die Kanalisation verantwortlich. Das heißt, nicht zu Anfang, erst als ich den stellvertretenden Bauleiter darum bat, einige Veränderungen hätten hier doch laut der Untergrundzeichnung für das Kanalsystem verändert werden hätten können, die günstiger zu verlegen sind, hat er sich gewundert, warum ich dort in diesem Sektor Ahnung habe. Und ich sage, ja, ich habe dieses mitgelernt. Und so wurde ich zum Arbeitsgruppenleiter für 20 Tiefbauarbeiter für den Kanalbau auf der Werft in diesem Gefängnis eingesetzt. Das ist eine gute Zäsur. Ich denke, wir werden jetzt vielleicht mit der Befragung durch die Jury beginnen und bitte um Wortmeldung. Also mich interessiert natürlich immer, aber da werden Sie vielleicht auch nicht viel sagen können, ob Sie Fälle von Arbeitsverweigerung miterlebt haben,
wie die gegebenenfalls geahndet wurden, mit welchen Mitteln die Arbeit oder die Pflicht zur Arbeit durchgesetzt wurde. Können Sie dazu Angaben machen? Ja. Also den schwersten Fall, den ich von Arbeitsverweigerung miterlebt habe, war ein Strafgefangener, der 164 Tage im Bunker saß. Im Bunker muss man sich so vorstellen, eine Zelle 2x2 Meter auf glattem Betonfußboden, ein Wandklappbett und vielleicht ein Hocker und vorne wie ein Tigerkäfig so, und dann dort, sagen wir, 164 Tage durchzubringen. Nach 3 Wochen kam er wieder raus, hat sich dann wieder an den Strafverzugsbeamten durch Anspucken und so etwas und schlechte Wörter zurufen, immer wieder diese 3 Wochen Haftverschärfung eingebracht. Er wird ungefähr 60 Kilo einmarschiert und kam mit 45 nach 164 Tagen wieder raus. Das war wegen Arbeitsverweigerung, kam es auch vor, dass man keinen Einkauf hatte, wie andere Strafgefangene auch schon sagten, dass man keine Pakete empfangen durfte, dass man keinen Sprecher hatte und dass auf diese Art und Weise man auch keinen Einkauf hatte und keinen Verdienst. Das wäre zu dieser Sache. Vielen Dank. Herr Professor Lee. Sie sagen ja, Sie haben Ihr eigenes Gefängnis gebaut. Das heißt, Sie sind woanders untergebracht. Wie ist die Bedingung bei der Unterkunft und mit Versorgung? Ja, zu Anfang waren wir in der U-Haft in Stralsow-Bietenhagen, ach, das ist eine alte U-Haft, zu Kaiser-Wilhelm-Zeiten gebaut. Keine Toiletten, kein Wasser, hygienische Bedingungen. Auf 2 Kübel haben wir unsere Bedürfnisse machen müssen. Wir waren abgesondert als Zeugen Jehovas, weil wir für die Predigtätigkeit auf dem Gefängnis oder mit den Gefangenen bekannt waren. Deswegen hat man in der U-Haft in Stralsund uns die obere Etage allein überlassen, in 2 Zellen mit jemals 6 Gefangenen belegt, obwohl neben uns weitere 8 frei waren. Man hätte uns also sozusagen auf die Zellen verteilen können. Und die Etage war ja selbst auch durch Gitter abgeschlossen. Wir hatten damals keinen Auslauf, das heißt, diese U-Haft hat keinen Hof gehabt, wo wir an der frischen Luft sein konnten. Wir hatten nur den Gefängnisflur und in der Zelle selbst waren 2 Luftöffnungen, eine über die Tür mit einer 200-Watt-Birne mit 20 mal 20 Quadratzentimeter und einem Fenster mit 40 mal 40 Quadratzentimeter eine Lüftung. Und wenn Sie auf 10 Quadratmeter mit 6 Personen, da sind immer noch 6 Betten drin, Möbeljahr und alles drum und dran, jeder hat nur einen halben Meter zum Stehen gehabt. Die Hälfte der Strafgefangenen haben sich auf den Betten aufgehalten und die anderen 3 haben sich dann so bewegen können. Gewaschen haben wir uns durch eine Kanne mit Wasser und Öfen gab es nicht. Die waren veraltet, weil das Gebäude auch veraltet war am Schornstein. Es kam eher Kohlenmonoxid aus dem Ofen raus. Deswegen haben wir darauf verzichtet, den anzuheizen. Ja, und was war noch? Das war's, danke. Ja. Frau Ortmann. Hatten Sie Gelegenheit, Ihre Religion auszuüben während der Haft? Als wir in Stralsund eingewandert waren, ich bin hier mit noch einem Glaubensbruder aus Doppertin nach Stralsund gekommen. Der Oberleutnant Jahn hat sofort befohlen, sämtliche religiöse Bücher aus der Bibliothek zu nehmen. Denn die Zeugen Jehovas betrachten die Bibel als ihr geistiges Schwert. Und wir hatten aber dann einen Strafgefangenen, der war bei der Marine 4 Jahre, hat 3 Jahre auf einem Marineschiff gedient, als Smoothie, als Koch, und hat das letzte 4. Jahr dann verweigert. Und der kam also in die U-Haft und der hatte eine Bibel. Und mit
mit dieser Bibel, die hat man ihnen am zweiten Tag auch weggenommen, weil wir mit ihnen Kontakt aufgenommen hatten. Herr Beidermann, aber, ja. Bitte. Das heißt, Sie und Ihre Mitgefangenen haben Sie versucht, Ihre Lebensbedingungen zu verbessern? Oder wenn Sie das versucht haben, hat es dann Konsequenzen für Sie gehabt, wenn Sie versucht haben, etwas zu verbessern? Wenn Sie versucht haben, die Lebensbedingungen der Mitgefangenen zu verbessern, wie Sie gesagt haben, etwas zu bewirken, hatte das Konsequenzen? Wurden Sie dafür bestraft oder Ihre Mitgefangenen? Ja, wie gesagt, der Anstaltsleiter hatte schon gehört von anderen Strafvollzügen, dass die Zeugen Jehovas abgesondert werden sollten. Diese Absonderung bestand darin, dass man uns in einer eigenständigen Arbeitsbrigade im Sondereinsatzkommando außerhalb des Strafvollzuges einsetzte. So kamen wir auf die Insel Rügen zum Ministerium für Staatssicherheit in Göhren-Loppe. Dort hatten die ein Offiziersferienobjekt, also 20 Bungalows mit modernster Ausstattung, einen eigenen abgetrennten Strand, und dort haben wir die ganzen Bungalows mit Gehwegplatten, also mit Gehwegen versehen. Der Hauptauftragnehmer war die PGH Gärten- und Landschaftsbau Ralswiek, also eine gärtnerische Produktionsgenossenschaft. Für die haben wir 12 Folienzelte, auch von Januar bis April aufgebaut. Die PGH-Verwaltung kam dann plötzlich mal zu uns mit den Vollzugsbeamten, mit den Oberleutnant und mit dem obersten Stab des Gefängnisses und machten uns als Arbeitsbrigade oder als Arbeitskolonne einen Antrag, ob wir nicht als Arbeitskolonne in diese PGH eintreten wollten, weil wir hatten innerhalb von diesem Vierteljahr 1 Million Wertschöpfung gehabt, weil wir prozentuale Höchstleistung von 35-145% erbracht haben. Und durch diese brüderliche Einheit, weil wir alle Handwerker waren, konnten wir an allen Objekten sozusagen nach kurzer Einarbeit fast alleine arbeiten, ohne dass man da Fachkräfte für brauchte. Dann sind wir mit Ihrer Anhörung auch durch. Ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihre Angaben und danke Ihnen für Ihre Aussage. Und wir leiten nun zur Mittagspause über, aber da gebe ich Herrn Baumgarten das Wort. Genau, vielen Dank. Wir haben die ersten 3 Runden geschafft. Der Livestream geht nach der Mittagspause weiter. Als zweites, das Essen ist wieder wie gestern draußen. Heute gibt es vom Grill Schwein und Huhn und vegetarische Spieße. Bitte die Vegetarier erst die Spieße dann zulassen, zum Beispiel sich zugreifen lassen, wurde mir gesagt, nicht, dass die alle weg sind. Und dann würde ich als drittes bitten, weil wir jetzt alle ja zusammen haben, ein Gruppenfoto von der Jury und den Zeugen. Das machen wir dann hier in der Halle, glaube ich, am besten, weil da haben wir einen schönen Hintergrund. Und da wird der Fotograf sagen, wie wir das machen mit Abstand und so. Dann wünsche ich eine schöne Mittagspause. Jetzt, ja. Ach so, wann geht's weiter? Entschuldigung, muss ich selber nochmal gucken. Weiter geht's um 14:10 Uhr. Also wir haben jetzt 1,5 Stunden. Ja, vielen Dank.